Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, im letzten Video konnte ich euch leider nicht so viele Informationen über das gezeigte Objekt mitteilen. Das ist immer schade, wenn ich dann filmen gehe und hinterher nichts finden kann. Aber ohne Informationen sind mir da leider immer die Hände gebunden. Umso besser, dass es jetzt hier wieder bergauf geht mit Informationen. Ich habe eine ganze Menge für euch und deswegen würde ich sagen, ihr spitzt eure Ohren und wir schauen uns das Ganze mal hier gemeinsam an. Also bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch die Notendruckerei und grafische Anstalt von C.G. Röder. C.G. Röder steht für Karl Gottlieb Röder. Er war Unternehmer, geboren am 22. Juni 1812 hier in Leipzig in Stötteritz. Ursprünglich in seiner beruflichen Laufbahn war er als Bäcker aktiv, aber er erlernte dann 1836 bei Breitkopf und Hertel, übrigens dem ältesten Musikverlag der Welt, gegründet 1719, das Notenstichhandwerk. Im Oktober 1846 gründete er dann hier in Leipzig eine eigene kleine Werkstatt zum Stechen und Drucken von Musiknoten, aus der dann später auch die grafische Anstalt C.G. Röder hervorgeht. Diese leitet er dann noch viele Jahre, bis er dann altersbedingt 1875-76 seine Firma dann Hugo Wolf und Christian Erdmann Rentsch anvertraut, die dann die Firma weiter expandieren lassen. Röder selbst stirbt im Oktober 1883 hier in Leipzig im Stadtteil Gohlis. Wolf und Rentsch versuchen dann schnellstmöglich ein neues Grundstück aufzutreiben, denn die Geschäfte laufen sehr, sehr gut für die Firma und man muss hier eigentlich bloß noch erweitern, um das Ganze noch ein bisschen weiter an den Markt zu bringen. Und so findet man schlichtweg dann auch endlich ein Grundstück in Reutnitz. Die treibende Kraft hinter dem hier gezeigten U-förmigen, über 4000 Quadratmeter großen Gebäudes war der Chemnitzer Architekt und Betonbaupionier Max Pommer. Er wollte das Druckereigebäude als Eisenbetonbau bauen und dafür waren, dass zu dieser Zeit viele Klinkergebäude auf großen Geschossflächen immer wieder verschiedene Streben hatten, um einfach die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Aber da die Druckereimaschinen recht groß waren, wollte er auf so viele Streben wie möglich verzichten und so gab es nur eine Möglichkeit, er musste hier was Neues anwenden und zu dieser Zeit war einfach dieses System nach Enbike besonders gefragt, aber auch aufwendig, weswegen er auch zunächst für seine Planungen keine vernünftige Firma gefunden hat, die das Ganze auch ausführen konnte. Für dieses spezielle, neuartige Eisenbetonbausystem nach Enbike, welches die Bauidee einer unlöslichen Einheit aus Deckenplatten sowie tragenden Längs- und Querrippen umsetzte, war das Büro Martenstein und Chaussot in Offenbach deutscher Hauptlizenznehmer von François Enbike. So führte Pommer unter der Leitung von Martenstein und Chaussot hier in Leipzig die Bauarbeiten durch. Den Bauantrag vom 28. Februar 1898 für den Erweiterungsbau des Unternehmens in der Perthesstraße 3 folgten am 26. April die letzten Tekturpläne für den Bau nach dem sich gut bewährten System von François Enbike. Die Baugenehmigung für den Neubau wurde am 7. Mai 1898 erteilt. Es folgten am 24. September die Rohbauprüfung und am 23. Dezember die Schlussabnahme. Die Produktion startete dann bereits im darauffolgenden Januar und so hat man hier am 7. Januar 1899 schon den kompletten Druckereibetrieb aufgenommen. Damit ist der Druckereiflügel in der Leipziger Perthesstraße 3 der heute älteste Bau Deutschlands, eventuell sogar ganz Europas, mit vollständiger mehrgeschossiger Stahlbetonkonstruktion nach dem System von François Enbike. Der Bau entstand ein Jahr vor dem Lager- und Silokomplex am Straßburger Hafen, den Eduard Züblin 1899 errichten ließ. Züblins Bau galt bisher als der älteste dieser Art, was Denkmalpfleger Stefan Kriech hier widerlegen konnte. Im Zusammenhang mit einem Abrissbegehren für das sich heute komplett in sanierten Zustand befindliche Gebäude stellte er umfangreiche Nachforschungen an, die dann 2005 veröffentlicht wurden. Wahrscheinlich ein Grund dafür, dass das Ganze heute noch steht, denn nach der Wende ging das Ganze auch dann sehr schnell in den Verfall und in den Leerstand über und verfiel über die Jahrzehnte mehr und mehr. So, jetzt haben wir uns zu diesem Thema von dem Gebäude lange genug unterhalten. Jetzt wird Zeit, uns auch nochmal ein bisschen was darüber anzuhören, was die denn eigentlich hier gemacht haben.
Wie ich schon sagte, ist das Ganze hier 1846 in Leipzig gegründet worden und 1905 hat man dann hier eine GmbH draus gemacht. Produktionsprofile des Unternehmens waren Notenstecherei, Lithografie, Buch sowie Stein- und Lichtdruck, aber auch weitere Buchbinderei-Arbeiten wurden hier gemacht. Wolf und Rentsch gaben dann die Geschäftsleitung 1915 an Karl Johannes Reichel ab, der die Firma dann bis in die Kriegsjahre in den 40er Jahren dann fortführte. 1921 wurde zusätzlich die Röderhaus AG gegründet, die sich 1930 in die CG Röder AG umbenannte und dann die CG Röder GmbH ersetzte. Die Arbeitsgebiete der Firma waren nunmehr Offsetdruck, Buchdruck, Steindruck, Tiefdruck, Lichtdruck und schlichtweg auch Notendruck. 1937 wurde unter der Bezeichnung CG Röder eine Kommanditgesellschaft errichtet, die das Vermögen der Aktiengesellschaft übernahm. Die Firma erlitt im Zweiten Weltkrieg 1943 dann starke Bombenschäden, konnte aber den Produktionsbetrieb weiter aufrechterhalten. Man hat dann auch nach dem Krieg recht schnell wieder aufbauen können und dann auch zu alter Stärke zurückkommen können. Anschließend folgte dann die Enteignung durch die noch frühe DDR. Man hat also hier auch verschiedene Apparate und Maschinen als Reparationen abgeben müssen. Allerdings kam auch vieles schnell wieder zurück, weil man merkte, dass die Firma sehr stark war und sehr viel produzieren konnte und hat sie auch recht lange noch unter Röder laufen lassen, bis sie dann schlichtweg 1972 mehr oder weniger wegrationalisiert wurde und hat die Firma dann umbenannt in den VEB Offizien Martin Andersson Nexö. Bis zur Wende wurde produziert und das auch sehr, sehr erfolgreich, aber danach war dann ganz schnell Schluss und so geriet das Gebäude dann in Vergessenheit. Es kam Leerstand, Verfall, sogar ein Teilabriss, denn ursprünglich stand hier noch viel, viel mehr. Das Ganze wurde ja hier in Wurfweite zum Bibliographischen Institut errichtet, das ich euch gerne hier oben rechts mal einblende. Dazu haben wir ein interessantes Video gemacht, also wenn euch da die Geschichte des Buchdrucks hier noch ein bisschen interessiert, dann schaut doch da gerne mal mit rein. Das ist quasi nur ein paar Meter entfernt von dieser Location hier. Kurz zum Zustand noch, es war alles recht leer, wir hatten wenig wirklich zu entdecken. Allerdings machte im Keller doch ein interessantes Teil auf uns aufmerksam und das war ein alter Aufzug. Ja, ein Aufzug wird jetzt nicht weiter sehr interessant klingen, aber die Art und Weise, wie er dort stand, die Türen offen, es war alles stockduster und das Ding war wirklich verdammt alt, machte einfach einen richtig tollen Eindruck, auch wenn es eigentlich traurig war, wie sehr das dort eigentlich alles verfällt. Ja, Fazit also zu diesem Gebäude, es war viel leer, nicht allzu viel zu finden, viel Vandalismus, viel Verfall, viel Graffiti auch und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich blende euch jetzt hier im Nachgang noch einige Bilder ein zu dieser Location. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Denkt dran, vergesst den Like-Button nicht. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann abonniert doch gerne auch unseren Kanal. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao.